Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. In unserer heutigen Lektion, in der 20. Lektion, werden wir uns mit Arrays beschäftigen. Arrays sind eine besondere Form von Variablen. Man kann diese Variable in dem Fall hier mit einem Postkasten eines großen Mietshauses vergleichen. Und dieses Mietshaus hat eben einen großen Postkasten mit leeren Postfächern. Und ähnlich schaut es hier bei unserer Variable hier aus, eine Array-Variable, die unterscheidet sich jetzt nicht vom Dollarzeichen davor, das ist ja bei allen PHP-Variablen der Fall, sondern hier hinten mit den eckigen Klammern und da drinnen stehen in dem Fall hier jetzt Zahlen. Und je nachdem, welche Zahl hier drinnen steht, und diese Zahl nennt man den Index, können dann Werte hinterlegt werden. Also im ersten fängt bei PHP und bei vielen Programmiersprachen immer bei 0 die Zählung praktisch an, kann ich einen Wert hinterlegen, dann einen zweiten Wert, einen dritten und so weiter. Und wenn ich sie mir dann wieder anschauen möchte, die Werte, die in dieser Variable, diesem Array, diesem Feld hinterlegt sind, kann ich sie ebenfalls dann wieder aufrufen mit $Wochentag und dann dem entsprechenden Index. Das heißt, den ersten Wert rufe ich wieder mit 0 auf und so weiter. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, wird in der zweiten Zeile dem Array mit dem Index 0 hier etwas zugewiesen, Montag, dann Dienstag 1, 2 und so weiter und wird hier wieder aufgerufen, in der Zeile 9 wird auf diesen Wert hier wieder zugegriffen, den ich hier in der Zeile 2 festgelegt habe und wird dann ausgegeben. Der erste Wert war ja dieser Montag, dann war das der Dienstag und so weiter. In dieser Form ist es eben sehr leicht möglich, sehr viele Inhalte in einer einzigen Variable, in einer bestimmten Form einer Variable, nämlich einem Array, zu hinterlegen. Das ist dann ganz praktisch, wenn wir später sehen, wenn man das im Zusammenhang mit Schleifen verwendet. Was Schleifen genau sind, werden wir später dann noch besprechen. Hier wieder der Verweis von mir, probiere das Ganze gleich mal aus anhand dieser Aufgabenstellung. Und von meiner Seite hier wieder der Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Danke.